Und herzlich willkommen zurück in der Welt von Skyrim. Der letzten Episode sind wir in Flusswald angekommen und haben mit Alvor geredet. Der hat uns auch noch ein bisschen unter die Arme gegriffen, ein bisschen was gegeben, haben ein bisschen Schmieden gelernt. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Gleich geht's zum Ödschutz-Hügelgrab, aber Ob vorher ich euch mit Sven habe werden reden wir nochmal sehen? mit dem, mit Vielleicht Feentrall nicht. reden. Vielleicht. Nach Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Was habt ihr für ein Problem mit Sven? Er ist ein Barde, sagt er zumindest. Manchmal findet er auch Zeit, seine Arbeit hier in der Mühle zu erledigen. Er glaubt, seine Balladen und Sonette würde Camilla Valerius dazu bewegen, ihn zu heiraten. Als ob sie ihm jemals das Ja-Wort geben würde. Eine intelligente und wunderschöne Frau wie sie würde niemals auf diesen Unsinn reinfallen. Hoffe ich. Ihr hofft? Das klingt nicht wirklich sicher. Ihr habt recht, wann haben Worte jemals Liebesgefühle ausgelöst? Ich habe Niemals. nachgedacht. Vielleicht braucht Camilla einen kleinen Anstoß, um Sven als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Könntet ihr ihr diesen Brief geben und ihr ausrichten, er sei von Sven? Ich glaube, ich habe die mangelnde Intelligenz dieses Nord perfekt getroffen. Das ist aber nicht sehr höflich von dir, Feindral. Aber wir tun es trotzdem. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Kein Problem, kein Problem. So, dann wollen wir jetzt ihr mal den Brief geben. Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Ich habe einen Brief von euch. Von Sven. Lügen ist ja bekanntlich nicht sehr nett, aber ich tue es trotzdem. Bin böser Ork. Schon wieder ein Gedicht, da wette ich. Er weiß, wie man ein Mädchen zum Erröten bringt. Was ist das denn? Wenn dieser Trottel glaubt, ich würde nur in seinem Drecksloch von einem Haus bleiben und sauber machen, dann. Ihr könnt Sven sagen, dass er schon eine Mutter hat. Mit dem spreche ich kein Wort mehr. Bis zum nächsten Mal. Ist er etwa ein Ich Muttersöhnchen? weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Okay. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Ist etwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn: ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab Das also nordöstlich ist gehen. euer Plan, Zeigt Lucan? diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht Aber bestiehlt. zuerst werden wir noch etwas Oh, etwas hiervon, etwas davon. kaufen. Gegenstände über dem Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir. Um einen Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen, wähle ihn aus und drücke E. Gut, wir werden erstmal nur Sachen verkaufen. Zum Beispiel diesen Eisendolch, den Eisenhammer, die vier Eisenschwerter. Wer braucht schon vier Schwerter? Oder drei Bögen? So, ich brauche auch nicht keine sechs Rüstungen. Außerdem hast du so oder so zu viel Geld, Lucas Valerius. Muss man wirklich mal sagen. Korb, Wert 0. Cool. Totenschädel. Ja, macht sich auch nicht gut, wenn man mit dem Totenschädel rumrennt. Könnte man einen glatten falschen Eindruck bekommen. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? So, weiter geht's. Dann wollen wir mal zu Feendrall gehen. Wenn wir ihn denn finden.
Sprich mit Feendral. Auch im Übrigen übers Questmenü, was sich auf J findet. Ja. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Ich hätte gedacht, er ist in einer anderen Richtung. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Der wiederholt sich. Ich glaube nicht, dass Camilla weiterhin mit Sven ihre Zeit verbringen wird. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte, nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Und jetzt können wir ihn auch glatt als Begleiter mitnehmen. Das werde ich auch tun. Vereinfacht das Ganze ein wenig. Geht voran. Manche Leute sagen, Feendral... Es gibt auf jeden Fall bessere Begleiter als Feendral, so viel ist sicher. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich schon ganz froh, einen Begleiter zu haben, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn ich ein Nahkämpfer bin, ist es schon recht sinnvoll, einen Fernkämpfer als Begleiter zu haben. Sonst haut man sich nur gegenseitig im Weg um. Und das ist ja auch nicht unbedingt sonderlich schön. Auch schick. Alles wird auf Englisch übersetzt, aber die Schilder sind noch Englisch. Wie man an White Run beispielsweise erkennen kann. Haben Sie das übersehen? Ist Ihnen da ein Fehler unterlaufen? Rennen wir mal ein bisschen. Muss ja nicht so Ewigkeiten dauern. Oh, komm her, Hundi. Komm her. Das war eine schlechte Idee von dir. Dafür werde ich dir glatt die Haut abziehen. Im übertragenen Sinne. Als Leichnam. Hast du sie ja noch. Bist du noch im Vollbesitz deines Wolfsfells. Auch wenn das interessant wäre, muss ich sagen, wenn er abgezogen aussähe. Aber vielleicht ist es auch besser so. Ups. Ich hab da immer wieder an jedem kleinen Steinchen hängen. Dass wir das nicht mit eingebaut haben. Das ist auch cool. Achso. Dass ich zuerst dafür sorgen soll, dass er bessere Chancen bei Camilla Valerius hat, er dann allerdings mit mir durch die Weltgeschichte juckeln kann. Dann hätte man das eigentlich gar nicht machen müssen. So. Dann gehen wir jetzt mal in den Turm. Da steht auch noch eine Wache. Ist das aber eine Überraschung? Ah. Das heißt, wie ekelhafter Ork. Ich zeig dir, wozu ich fähig bin. Ich bin nämlich fähig, deine Rüstung zu klauen. Die ist nämlich besser als meine, wie man unten am Brustwert erkennen kann. So, die Eisenpanzerhandschuhe habe ich schon. Ein Schild brauche ich nicht. Zweihänder und Schild. Ja. Passt nicht ganz so gut zusammen. So, sonst noch irgendwas? Coop, nee, das ist alles nichts wert. So, du warst auch eine tolle Hilfe. Muss man wirklich sagen. So, gehen wir dann nach hier oben. Ist hier? Nee. Ab geht's. Wuhu. Kein Gegner mehr. Ist ja schon alle runtergekommen. Um mich auszulöschen, was sie nicht geschafft haben. Eine wunderschön nutzlose Stahlkriegsaxt. Weiter geht's. Ab geht's runter. Runter. Und jetzt geht's weiter nach oben, in Richtung Ödsturzhügelgrab. Das werden wir dann auch mal schön aus der Nähe betrachten können. Das wunderschön unheimliche Ödsturzhügelgrab. Im Schnee, in der Kälte, von Schneewehen umzogen. Ödsturzhügelgrab entdeckt. Und wie könnte es anders sein? So befinden sich hier natürlich Diebe. Und wieso sie sich hier befinden,
Ja, vielleicht hat das ja etwas mit der gestohlenen Klaue auf sich. Vielleicht. Ah, du musst nur zielen üben. Du bist aber verdammt schmächtig für ein Zwei. Dafür, dass du mit einer. Hackfleisch aus Orks. Orkhacksfleisch. Ah, lern zielen. Ach Gott, du triffst ja gar nichts. Na gut, jetzt hast du was getroffen. Bäm. Wer bricht nicht zusammen, wenn man so mit einem Zweihänder auf jemanden einprügelt? So, wir haben Level 2 erreicht. Neue Stufe. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magicka oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Und ich werde erstmal die Gesundheit steigern, denke ich mal. So. Es gibt hier doch schon einige Sachen, wie man erkennen kann. So. Zum einen ist da die Schießkunst, leichte Rüstung, Schleichen, Schlossknacken, Taschendiebstahl, Redekunst, Alchemie, Illusion, Beschwörung, Zerstörung, Wiederherstellung, Veränderung, Verzauberung, Schmiedekunst, schwere Rüstung, Blocken, zweihändig und einhändig. Ich werde jetzt erstmal zweihändig verbessern, damit die Waffe um 20% mehr Schaden macht. Kann nie schaden. Und ja, ist halt so, ne? Jetzt weiter. Ab aus dem Schnee. Schön. In die Grotte rein. Boah. Ja, da steht auch nicht mehr viel, was man lesen kann. Ja, bisschen Dampf. Ne? Schön. Immerhin sind wir auch nicht so sonderlich warm angezogen. Muss man sagen. Da gibt es schon wärmere Rüstungen. So. Bandit, Wein. So. Ich werde jetzt mal gucken. Da vorne stehen nämlich ein paar Gegner. Sollten sie zumindest. Mit Q kann man auf die Favoriten gehen. Werde ich mal gucken, ob ich einen Schleichangriff auf die ausführen kann. Auch wenn ich nicht unbedingt der Bogenschütze werden will. Aber letzten Endes ist es. Ich habe 3 Eisen-Zweihänder? Ist es nie verkehrt, einen Überraschungsangriff zu führen oder auszuführen? Bäm! Zielen üben. Oder sich stärkere Bögen zulegen. Was haben wir denn hier so alles Schönes? Eine Truhe. Und ein Stahlpfeil. Nee. Geh schon auf. Wunderbar. 38 Gold und ein Zaubertrank der Ausdauer. Nicht schlecht. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes rumfliegen? Ah, hier liegt hier. Den habe ich aber nicht umgebracht. Dietrich Eisenbarren. Beschlagene Rüstung. Nee, nicht so gut wie meine. Na gut, ich trage ja auch schwere Rüstung. Und hier nur eine leichte. Alles andere wäre doch verwunderlich. Zu diesem Zeitpunkt zumindest. Spätere leichte Rüstungen sind natürlich wesentlich besser. Oh, Spinnweben. Ich hasse Spinnweben. So. Noch ein bisschen das Grab plündern. Hier war auch noch eine Urne, glaube ich. Ja. 8 Gold. Die Begräbnisurne. Eine Begräbnisurne braucht keine 8 Gold. Was macht die damit?
kann er nicht irgendwie zum Rewe gehen und sich ein Schokoeis kaufen oder so. Auch wenn das cool wäre. Muss man wirklich sagen. Was haben wir hier noch? Magiker. Wenn ein Teddybär an der Kasse arbeiten kann. Ted arbeitet an der Kasse und die Begräbnisurne kauft sich ein Schokoeis. Cool. Sehr, sehr cool. Ah, da haben wir wieder einen. Langbogen mit dem britischen Langbogen. Oh Gott, wo gehst du denn hin? Okay. Das erspart mir eine Menge Arbeit. So viel Arbeit gar nicht mal. Zeigt uns allerdings auch, dass jetzt hier eine Falle ist. Man muss nämlich hier die... Wie man hier sieht, sind hier drei Zeichen. Schlange und Wal. So, von links nach rechts angeordnet. Und diese Steine kann man drehen. Und ich werde sie jetzt ebenfalls mal so anordnen, wie sie dort sind. Komm schon. So, und dann sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Ja, zum späteren Zeitpunkt kommen dort auch noch kommen auch noch schwerere Rätsel. Aber das war jetzt nicht wirklich so sonderlich schwer, muss ich sagen. Lea, Truhe, Gold, Magika, okay. Kleine Heilung. So. Taschendiebstahl verbessert, das ist so schön. Dieses Buch werde ich nicht vorlesen. Wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr auf Pause drücken. Aber das wird einfach zu lange dauern, das jetzt vorzulesen. Das wird den Rahmen sprengen, wie ihr schon seht. So, meine Güte, ist das lang. Das wäre eine komplette Folge für sich. Ah, gut. Das war's. Das vorletzte Wort war Krieger, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aha. Ist doch schön, einen Gefährten zu haben. Muss man weniger machen. Aber... Ja, ach Gott schon. Kaputte. Ähnlichkeit mit Ratten. So, ne? Wenn ich jetzt sage, die sind niedlich. Naja, gut. Rolle des Feuerballs. Ein Einwegzauber. So, was haben wir hier alles? Leintuch. Kann man sich vielleicht als Mumie verkleiden, so viele Leintücher wie hier rumstehen. Oder vielmehr rumliegen. Na gut. So, und wie es hier im Ölsturz-Hügelgrab weitergeht, was noch so alles für Gefahren auf uns lauern, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Seid gespannt.